Tja, wer weiß. Also, ich müsste dann sowieso mal. Wahrscheinlich hat das. Irgendwas ist hier komisch. Alleine das mit dem Nether-Portal war schon Ja. mehr als merkwürdig. Kann ich einen Screen weiterschicken bei Minecraft? Wie weiterschicken? Naja, also gerade eben aufgenommenes Foto und dir schicken, nee, ne? Müsstest du dann über Skype schicken? Achso. Ja, Weil mach ich wer weiß, danach. Skype. Ja, machst du danach. Nein, ich hab. Ach doch, hier hab ich noch Stickies für Zäune. Also, wenn du dann zu mir kommst. Dann mach ich kurz vor Schluss, ja? Ja, dann kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Okay, Ich würde klar. mal gerne die. Mir gefällt, aber ich würde halt gerne mal auch die Meinung von anderen hören. Okay. Und das nehme ich an, dass ich der andere bin? Genau. Mein Fahrrad schlau. It's Schlaumen. It's It's Schlaumen. Schlaumen. Fiel mir gerade irgendwie so dämlich Ja, das ein. Original gefällt mir auch ganz gut. So, jetzt habe ich noch mal 30 Zäune. Mal gucken, ob die reichen. Ah, ich habe mir heute das Geschenk für unseren Kumpel abgeholt, für sein Weihnachten. Okay. Für ihn ist mir was eingefallen, für dich fällt mir irgendwie nichts ein. Ach so, was hast denn du für ihn? Das ist für sein Handy, für sein Smartphone, Hardcase. Ah, okay. Hast Bloß, bloß mit Fotos von Paris und Gran Canaria. Ah, okay. Es ist also hinten quasi eine Fotokollage drauf gedruckt. Schön. Hatte ich auch erst überlegt für dich, aber mit deinem Special Akku ist das nicht so einfach. Aber der ist schön, der hält richtig schön Ja, lange. das glaube ich dir, ja, aber da findet man einen Hardcase für. Ja, klar. Das Gute ist, bei den Slabs, die kannst du ja auch, wenn du doppelt setzt, die zu halt normalen Holzklötzen machen, also von der Höhe. Und da muss ich jetzt nicht nochmal extra Holz fällen, Stimmt. weil ich jetzt eben kein Holz habe. Muss ich mal gucken, oh Gott, wie ich hier drüben gemacht habe. Ist aber auch komisch hier. Ich habe ein ganzes Stück nur Dirt und dann der Waldboden zum Teil so, als wäre Laub auf dem Boden. Okay. Ja. So, als wäre es ein echter nachempfundener Erdboden, weißt du, oder Waldboden. So, okay, erstmal hier. Bup. Noch eins, noch eins und noch eins. Das können wir hier erstmal stehen. Noch eine Kuh. Dann bring sie mit, Nee, ich bring Mumu. sie um. Dich auch. Und dich erst recht. Sehr schön. Oh, ich höre noch eine. Oh. Was ich ja auch noch machen will, ist Was denn? sozusagen einen kleinen IT-Blog, wo ich dann so bestimmte Tipps und Tricks mal schreibe und so weiter. Okay. Oder das auch mal filmisch umsetze, so kleine Sachen. Mir fehlen bloß die Ideen, was ist nützlich? Was sind so kleine Alltagstipps und Tricks? Wo ich einfach denke, vielleicht das ist alltäglich oder das ist zu lame oder so. Das ist immer so die Sache. Also vor allem, was natürlich interessieren würde, Passwörter knacken und solche Sachen. Ja, Aber das ist ja wieder eine Grauzone. das, genau, das ist wieder eine Grauzone, was ich nicht machen kann, beziehungsweise was ich mir mal überlegt habe, was ich eben machen kann, ist so ein Grundlagenwissen vermitteln, wie sind Passwörter aufgebaut, wie funktioniert das Ganze und mal anhand einem eigenen Passwort, wie kann man das eigene Passwort entschlüsseln. Sowas könnte man dann zeigen.
Ja gut, aber es ist ja trotzdem nichts, was du jeden Tag brauchst. Nee, aber sowas wäre zum Beispiel interessant. Und dann gibt's ja, und dann kann man ja dieses Wissen weiterverwenden. Verstehst du? Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, aber Genau, und so. Ich hab eben nichts illegal, also Kraut, ich hab eben nichts Böses gezeigt, sagen wir mal so, sondern einfach nur im Rahmen, sage ich mal, ups, ich hab mein Passwort vergessen, wie komme ich wieder an mein Passwort ran? Ganz ehrlich, das hatte ich schon mal. Da hatte ich eine WinRAR-Datei, Passwort vergessen, ja, Pustekuchen, wir sitzen dann das Passwort dran, ja. Und die Software, die es gibt, da kannst du auch vergessen, ja. Also entweder kostet sie, aber was du mal machen könntest, ist aus Versehen Dateien retten. Wie rette ich gelöschte Dateien? Ja, Und ich das kann. ist. Und wenn ich sie von mir aus, oder von mir aus auch gerne, wenn du sie formatiert hast. Wie kriegst du Ja. dann zum Beispiel ein Bild wieder her, ohne dass es zerstört ist? Oder defekte Dateien. Wie kriegst du wieder defekte Dateien hin? Also defekte Dateien sind schon etwas schwieriger. Wie gesagt, weil wirklich da Informationen fehlen. Ja, danke schön, fürs Bett gehen. Bitteschön. Weil es jetzt eben auch dunkel wird. Aber so formatierte, da kann ich dir auch gleich noch eine Story erzählen dazu, ist eigentlich relativ einfach da wiederherzustellen. Weil beim Formatieren meistens nur, Bei Windows wer, jetzt, ne? genau, auch bei Linux ist es so. Okay, also gut. Und bei iOS? Bei Apple? Ist genauso beim Formatieren werden im Prinzip nur die Anfangs die sagen wir mal es gibt eine Tabelle wo drinne steht an welcher Stelle auf der Platte findet er was. Das ist die sogenannte Masterfile Table oder beziehungsweise neuere Systeme GPT, da weiß ich jetzt gerade nicht was das jetzt übersetzt heißt. Und auf jeden Fall wird diese Tabelle beim Formatieren einfach nur neu geschrieben mit den Zuordnungseinheiten. Erstmal, also es gibt ja dieses Schnellformatieren, da wird einfach nur die Tabelle neu geschrieben. Eine leere Tabelle und dann beim Speichern wird das im Prinzip dort reingeschrieben und die vorhandenen Dateien werden dann einfach überschrieben. Okay. Das heißt, wenn du noch nichts Neues drauf geschrieben hast oder auf den Sektor, kannst du die alten Dateien ohne Probleme wiederherstellen. Okay. Und was ist, wenn es jetzt mehrfach formatiert worden ist oder mehrfach überschrieben? Die Wahrscheinlichkeit, dass genau der gleiche Sektor ist relativ gering. Was natürlich ist, wenn du die jetzt komplett, meinetwegen die gesamte Festplatte mit Leerzeichen überschrieben hast, Ja gut, dann kannst du deine Datenrettung vergessen. dann ist es doch etwas schwieriger, die wiederherzustellen. Wir müssen es dann noch recht retten. Du hast doch nur ein Zeichen überall. Genau. Dann ist doch die Rettung unmöglich, oder? Oder genauso ist es, wenn du jetzt zum Beispiel bei Windows, sag mal, du löscht jetzt eine Datei. Heißt das, die ist noch lange nicht gelöscht. Die kannst du ohne Probleme selbst im Betrieb von Windows wieder einlesen. Okay. Das ist nur, wenn du eine Datei unter Windows löscht, löscht du nur diesen Dateieintrag. Wo ist die Datei zu finden? Gut, Aber aber die dann ist Datei Windows ja nicht selber gut, ist oder? nicht. Die Datei selber ist nicht gelöscht. Das heißt nur, der Dateieintrag ist weg. Wo ist die Datei zu finden? Und die ist jetzt zum Überschreiben freigegeben. Okay. So, jetzt muss ich aber echt mal wieder abholzen. Und ich muss mal für meine Nahrung sorgen. Aber Ja, ich mache mich gleich auf den Rückweg oder ich tippe mich da einfach gleich zu dir, weil ich bin echt weit weg. dann kannst du auch das Feld in Gang setzen. Was? Oder soll ich's mal machen? Welches? Ach Ich. so, das Feld. Kannst du Ja, gerne machen. Du bist der Konstrukteur, also kannst du es auch gerne ich machen. setze in Gange. Genau. Los. Walle, walle. Wie war das? Walle, walle, manche Zwecke, das Nee, Zwe. Walle, Wasser, Pff,
Nee, Walle, manche Zwecke, Wasser fließe, ach, keine Ahnung. Ja, oh shit, ich wollte es gerade, aber du weißt, was ich machen wollte, verdammt. Ah, oh, soll. Da will man einmal, passend dazu und dann. Naja, ärgere dich nicht. So, und die haben jetzt aufgehört bei WhatsApp? Scheinbar. 190, die spinnen noch, die lese ich nicht. ich lese mir dann einfach mal zum Spaß nachher durchlese. Kannst du ja eine Zusammenfassung schreiben, bitte. So zum Spaß will ich mir einfach mal durchgucken, was die sich da alles ausgedacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Meinst du? Och, wird bestimmt ganz lustig. So, dann können wir neu bepflanzen. Karotten, hier haben wir Kartoffeln und hier haben wir Weizenkörner. Hast du gerade mal Knochenmehl da? Nein. Ja. Aber in der Kiste im Haus oben sind Knochen. Ich glaube 5 oder 6. Da kannst du 3 pro Knochen, hast 6 mal 3, 18 Knochenmehl. Ich weiß, ist nicht viel. Reicht aber zum Baum. Oh, zum Wachsen des Baumes so. Hm. Bist du schon bei. Ja. Bist du schon da? Warte kurz, will nur schnell mal. Dann kannst du dir mal meinen Steg angucken, was du zu dem sagst. Die Erweiterung, die ich so gemacht habe, wie dir das gefällt. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Je höher ist er nicht gewachsen, ist er verarscht. Wie bitte? Ich habe mich gerade ein bisschen verarscht gefühlt. Ach so. Ich dachte, der ist so ein großer Mammutbaum. Ah, Mammutbäume sind immer doof zu fällen. Auch nur so ein kleiner? Es müsste noch eine automatische Anpflanzung geben. Das wäre cool. Okay, das, na gut, das mit dem Dispenser funktioniert ja leider nicht so gut. Nee, nein, das Problem einfach auch an der Sache, das geht ja nur ein Feld weit. Na, reicht ja, wenn du dann x Dinger hast. Ja, sieht doch ganz nett aus mit dem Steg hier. Hm, finde ich auch. Ein Stück willst du, das wird doch viel zu riesig. 2 reichen. Wie? Oder kommt jetzt ein großes Schiff an die Beine ran? Warte, ich sag's, ich komm gleich und sag's dir gleich, wie es gedacht ist. Ich muss hier bloß mal kurz ein Stück hier wieder. Ah, sehr schön. Moment, ich komme. Jetzt stolpert er. Ich hab dir sogar was mitgebracht, schau mal. Was denn? Was ist das? Fleisch. Ah, pass auf. Also, hier kann ein Schiff ansetzen. Hier kann eins. Ja. Hier kann eins. Aber wenn jetzt hier nur eins ist, bei der Größe, die du hast, wird das Schiff dementsprechend auch lang. Ja, die werden noch ein bisschen länger. Also machst du den noch länger und den lässt du so kurz. Was? Naja, du weißt, was ich meine. Die werden auch lang. Ja, ich weiß. Okay. Hier soll einer, kann eins, hier kann eins, ups, und eben hier auf der Seite kann eins.